Machst du diesen Fehler im Flirt, der 5 von 10 Männern, mit denen ich spreche, immer wieder ihren Erfolg bei den Frauen kostet, die sie da ansprechen oder die ihnen gefallen? Um welchen Fehler geht es hier gerade oder worüber sprechen wir hier? Schau mal, ich habe gestern mit einem meiner Klienten gesprochen und habe mir dann, während wir telefoniert haben, eine Audiodatei angehört, wo er eine Frau angesprochen hat. Und in dieser Datei wurde einfach sofort klar, die Frau hat ihn von Anfang an richtig gut gefunden. Sie war wirklich interessiert an ihm, hat immer wieder gelächelt, hat immer wieder gekichert und du hast einfach richtig gemerkt, da war voll die Anziehung da von ihrer Seite her. Und immer in dem Moment, wo das wirklich besonders stark rauskam, habe ich gemerkt, dass er zuerst war ganz entspannt und locker und plötzlich hat er dann versucht, sich zu beeindrucken. Ist dann wieder gewechselt von diesem ganz normalen, ich rede gerade mit ihr und habe irgendwie ein cooles Gespräch, zu etwas unsicherem, irgendwie aufgesetzten und unechten Verhalten. Und das ist eben etwas, was wirklich sehr, sehr viele Männer machen. Und der Grund, was er dann dachte, woher das kommt, war, dass er vielleicht in dem Moment nicht so ganz im Moment war oder dass er vielleicht in dem Moment einfach nicht mehr so ganz bei sich war und der Frau auch wirklich zugehört hat. Aber die Wahrheit ist, nach etwas Nachdenken ist klar geworden, dass wirklich das Problem bei ihm nicht das war, sondern das Problem war, dass er die ganze Zeit versucht hat, es zu schaffen, dass die Frau ihn mag, aber er konnte nicht zulassen, dass die Frau ihn mag. Und das ist eben etwas, was wirklich sehr, sehr viele Männer haben und wo du auch aufpassen musst, ob das vielleicht auch auf dich zutrifft. Und die Wahrscheinlichkeit ist nun mal sehr, sehr groß, weil wie gesagt, jeder Zweite, mit dem ich spreche, von meinen Klienten, aber auch von vielen Männern, die noch nicht meine Klienten sind, hat dieses Problem. Und zwar äußert sich das eben so, dass du einfach in dem Moment, wo du mit der Frau sprichst und sie ist an dir interessiert, dass du einfach gar nicht wirklich, oh, lass uns mal darüber gehen, das sieht ganz cool aus, dass du einfach gar nicht wirklich an diesen Punkt kommst, dass du verstehst, dass sie dich jetzt mag, weil du es dir gar nicht vorstellen kannst. Du denkst dir dann so, hey, das kann doch jetzt nicht so einfach sein. Oder du nimmst das gar nicht so richtig wahr und nur wenn jemand wirklich von außen darauf schaut oder wenn du dich selber nochmal in der Interaktion betrachtest im Nachhinein und realisierst, was da los gewesen ist, erst dann realisierst du, hey, die mochte mich eigentlich total und ich habe das irgendwie dann nochmal geschafft zu verkacken, indem ich dann versucht habe, irgendwie so eine coole Fassade aufzubauen, irgendetwas darzustellen, was ich gar nicht bin, weil ich gehofft habe, ich kann sie damit beeindrucken, damit sie mich endlich mag. Aber ich habe gar nicht realisiert, dass sie mich schon längst mochte, dass sie schon längst auf mich gestanden ist und dass da schon längst Interesse da war. Und das ist eben einfach ein Thema, was viele Männer haben, weil da etwas dahinter steht. Ja, und zwar, wenn du dieses Problem hast, dann liegt das daran, dass du immer noch an deiner Vergangenheit festhältst. Dass du einfach immer noch das Gefühl hast, dass was auch immer früher zu dir gesagt wurde, ob das jetzt dein Lehrer war, ob das du selbst warst, ja, dass du dir selber Kritik vorgeworfen hast oder ob das vielleicht deine Eltern waren, deine Mutter, irgendwer, der dir gesagt hat, dass du irgendwas nicht kannst oder irgendwas nicht bist oder dass irgendwas noch nicht gut genug ist, was du machst, was auch immer es ist, ja. Dass du einfach an diese Kritik oder an diesen alten Erinnerungen noch festhältst, die dich klein machen und die dir irgendwie dieses Bild suggerieren, das kann doch gar nicht möglich sein, dass ich liebenswert bin oder das kann doch gar nicht möglich sein, dass jemand, der so gut aussieht oder der so toll ist, ja, gerade besonders, wenn es Frauen sind, die wirklich auch interessant sind, die was zu bieten haben, die gut aussehen, dass der mich einfach so mag oder dass das einfach so aus dem Nichts heraus nach wenigen Sätzen schon der Fall sein kann. Weil bei ihm war das eben gestern so, er hat mit ihr gesprochen, direkt vom zweiten Satz weg hat die Frau gekichert und fand das richtig gut, als er sie einfach direkt angesprochen hat und ihr Interesse gezeigt hat. Und dann hast du richtig gemerkt, wenn man so ein bisschen Ahnung hat und das sich angehört hat, hat man sofort gemerkt, okay, der Typ ist jetzt gerade eigentlich gar nicht mehr dieser lockere, coole Kerl, der er jetzt mittlerweile geworden ist, sondern jetzt gerade ist er wieder dieser kleine Junge, der damals von den Mitschülern gehänselt und fertig gemacht wurde oder der vielleicht irgendeinen Mist erlebt hat, der nicht so ganz cool war und der einfach sich nicht vorstellen kann, dass jemand so gut aussehende, so cool ist, und sie war Ärztin, sie war wirklich eine hochintelligente Frau, ja, dass jemand wie sie auf ihn jetzt gerade total abfahren kann. Und das ist eben etwas, was sehr, sehr viele Menschen einfach mit sich herumtragen, mit sich herumschleppen und einfach noch nicht wirklich aufgelöst haben, weil sie einfach in dem Moment noch nicht verstanden haben, hey, du bist nicht mehr das, was du damals warst und deine Vergangenheit ist nicht, um darin zu leben, deine Vergangenheit ist, um daraus zu lernen. Ja? Und wenn du persönlich einfach da noch Schwächen hast, wenn du einfach noch nicht akzeptieren konntest, was mit dir ist oder wer du geworden bist und dass diese Fehler, die du vielleicht hast oder die vielleicht andere Menschen früher an dir kritisiert haben, dass das auch ein Teil von dir ist und dass das in Ordnung ist, dann hast du eben das Problem, dass wenn dann eine Frau wirklich einfach so auf dich abfährt, du gar nicht wirklich glauben kannst, dass das jetzt passiert. Und dann versuchst du, sie eben zuerst zu beeindrucken und dann wird es komisch und dann verlierst du eben auch oftmals dann genau dieses Interesse, was du da in dem Moment schon hattest. Und genauso ist es, wenn du mit einer Frau sprichst und sie ist wirklich an dir interessiert, das habe ich auch schon in meinen Kommentaren hier gelesen, dass Männer mich dann anschreiben und sagen, Matteo, ich habe da so ein Problem, immer wenn eine Frau auf mich steht, dann mache ich irgendwie zu, dann stehe ich irgendwie nur noch rum und bin dann mach dann so einen auf coolen Typ und rede gar nicht mit der. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ja, du musst dir selbst vergeben. Du musst wirklich mal in den Spiegel schauen und dir selber sagen, du bist liebenswert,
Du musst dir selber sagen, du bist in Ordnung und musst dir auch selber sagen, du kannst dir selbst vergeben, was auch immer es ist. Ob es Dinge sind, die du dir selbst an den Kopf geworfen hast dein Leben lang, ob es Dinge sind, die dir andere Menschen an den Kopf geworfen haben, vergib dir selbst. Akzeptiere, dass das einfach Teile von dir sind, dass es entweder schon gar nicht mehr so ist, wie damals zu dir gesagt wurde oder wie du selbst zu dir gesagt hast oder vielleicht auch niemals so war, weil es einfach nur eine negative Verzerrung in deiner Wahrnehmung war, aufgrund von irgendeiner Kritik. Oder akzeptiere, dass es einfach ein Teil von dir ist, wenn du es nicht ändern kannst, und lass es los. Und erst wenn du loslässt, dann kannst du es auch zulassen, dass eine Frau wirklich an dir interessiert ist. Und dann merkst du auch erstmal, dass du gar nicht so viel dafür arbeiten musst, dass diese Lady dich mag, sondern dass du es einfach nur zulassen musst, dass du dich entspannen musst. Und dann kannst du auch mal locker sein und kannst auch mal akzeptieren, dass eine Frau tatsächlich auf dich steht, dass sie dieses Kompliment macht, dieses Kompliment der Anziehung oder dieses Kompliment des Interesses, was sie dir gegenüber äußert und empfindet. Und dann wirst du auch in sehr, sehr vielen Interaktionen, die du bisher einfach total versemmelt hast, nicht mehr dieses Thema haben, sondern wirst tatsächlich auch dann die Frau für dich begeistern, die Begeisterung bei dir halten, mit der Lady auf einem Date landen, mit ihr im Bett landen, mit ihr in einer Beziehung landen, was auch immer es ist, was du wirklich möchtest. Und das ist eben einfach, was du für dich persönlich verstehen musst. Du musst dir selbst erstmal vergeben. Und dann denk mal drüber nach, wie viele Situationen hast du denn schon versemmelt? Wie viele Situationen hast du denn schon gehabt, wo du da gestanden bist und dann hast du versucht, irgendwie einen auf cool zu machen, oder wo du da gestanden bist und dann versucht hast, irgendwie die Frau zu beeindrucken, obwohl sie eigentlich dich schon längst gut fand? Und wo musst du dir noch vergeben, wo musst du noch akzeptieren, wo musst du noch loslassen, damit du in Zukunft auch wirklich in diesen Situationen erfolgreich nach Hause gehen kannst mit der Dame oder mit der Telefonnummer oder was auch immer dann gerade dieses, das ist, was du dir eigentlich in dem Moment wünschst, und nicht alleine nach Hause gehst und dir dann denkst, verdammt, warum hat das nicht funktioniert? Denn das war nämlich genau die Reaktion von meinem Klienten, und ich bin sehr, sehr froh, dass er das jetzt verstanden hat und dass er das in Zukunft eben richtig machen kann, und ich hoffe, dass du das auch in Zukunft richtig machen kannst für dich persönlich und dass du dir selbst einfach die Dinge vergibst und da loslässt, wo du einfach noch loslassen musst, und dass du das jetzt für dich persönlich verstanden hast. Und wenn du jetzt sagst, okay, geil, das war jetzt für mich ein augenöffnender Moment, was für ein Zungenbrecher, und ich habe jetzt gerade auch wirklich das Gefühl, dass ich das verstanden habe. Etwas, was ich vielleicht schon lange vor mir hergeschoben habe oder wo ich lange Zeit gebraucht habe, um das überhaupt zu realisieren, dann stell dir erstmal vor, wie viel wir gemeinsam schaffen könnten, wenn wir 2 Monate gemeinsam zusammen daran arbeiten, dass du all diese Dinge auflöst, die in dir noch blockiert sind, und dass du auch wirklich in der Lage bist, genau die Frauen zu bekommen, die du wirklich willst. Denn genau das gedenke ich für dich zu tun, wenn du das möchtest. Und falls du daran Interesse hast, dann kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir bewerben. Du musst einfach nur unter diesem Video hier in den Beschreibungstext klicken, in diesen Link, der da unten ist, oder hier oben auf dieses i, was wir einblenden. Und dann kannst du dich, wie gesagt, für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, und dann werde ich mit dir mal darüber sprechen, wie ich dir konkret weiterhelfen kann, dass auch du nicht nur absolut locker wirst im Umgang mit den Frauen, die du wirklich willst, sondern dass du auch genau den Erfolg bei genau den Frauen hast, die du willst. Denn genau das ist es, was ich seit 10 Jahren mache. Und unabhängig davon, ob du mit mir sprechen wirst darüber oder nicht, wünsche ich dir einfach nur sehr, sehr viel Erfolg dabei, dir selber in den Spiegel zu schauen und wirklich dir selbst auch zu sagen, du bist liebenswert, du kannst es akzeptieren, wie du bist, und dass auch Frauen, dass du nachvollziehen kannst, dass auch Frauen sich für dich entscheiden, selbst dann, wenn sie all deine Fehler und all deine Themen wirklich kennen. Und dass das etwas ganz Großartiges ist, wenn eine Frau sich wirklich für dich interessiert und nichts, was du übersehen musst oder was du nicht zulassen darfst, weil du damit nicht umgehen kannst, sondern lern damit umzugehen, und glaub mir, dein Erfolg wird deutlich, deutlich nach oben gehen. Viel Erfolg dabei.